Als hätte Jesus gesagt, mein Reich ist von dieser Welt. Deshalb geht hin, verbrüdert euch mit der Welt, zieht am gemeinsamen Joch mit den Ungläubigen, passt euch der Welt an, übernehmt ihren Lebensstil, kopiert ihren Musikstil, gestaltet eure Gottesdienste und sonstigen Gemeindeveranstaltungen um zu weltlichen Events, engagiert euch im Umweltschutz, rettet die Welt. Es gibt nur diese eine. Das alles sind Plus-Minus-Parolen, die können wir heute auch in der frommen evangelikalen Welt in allen Varianten hören. Jetzt schaue ich in meine Bibel und stelle fest, da steht aber was total anderes. Da steht, geht aus von ihr. Da steht, habt nichts zu schaffen mit den Werken der Finsternis. Da steht, zieht nicht am gemeinsamen Joch mit den Ungläubigen. Wie denn das? Hat der Herr eine neue Offenbarung gesandt? Gibt es von der Heiligen Schrift eine aktualisierte Ausgabe? Habe ich da irgendwas Wesentliches nicht mitbekommen? Nein, liebe Geschwister, die Bibel ist dieselbe. Aber immer weniger Christen orientieren sich noch daran. Das ist das Drama. Immer mehr bestimmen ihren Auftrag selbst. Sie wollen nicht Menschen für die Ewigkeit retten, sie wollen die Welt retten und mit der Welt gut sein. Aber dieser Versuch ist zum Scheitern verurteilt. Er widerspricht dem Auftrag Jesu. Er hat keine Verheißung. Und wer daran arbeitet, hat auch keine Vollmacht. Himmelfahrt sagt uns, eure Kraft soll nicht im Kampf um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung gehen. Wir werden uns noch warm anziehen müssen, liebe Geschwister, was da auf uns zukommt unter dem Stichwort Klimagerechtigkeit und alles drum und dran. Man ahnt es ja schon, welches neue, gigantische Unheil über die Menschheit gebracht wird. Ich erinnere auch nur an das letzte skandalöse Bundesverfassungsgerichtsurteil zu diesem Thema. Manche werden es mitbekommen haben. Irre. Dieser Kampf, selbst wenn es ein guter wäre, was es nicht ist, ist uns nicht aufgetragen. Für diesen Kampf haben wir keine Verheißung, keine Bevollmächtigung. Wenn Gemeinde Jesus sich daran engagiert, hauptsächlich muss sie zwangsläufig scheitern. Idea Spektrum zitierte schon vor vielen Jahren einen katholischen Geistlichen mit den Worten, die Kirche ist eine nützliche Größe geworden in der menschlichen Gemeinschaft. Aber die Welt kann nicht reformiert, sie kann nur erlöst werden. Fällt mir gerade ein, vielleicht habt ihr es mitbekommen, Vatikan, Franziskus hat eingeladen, jetzt Anfang Mai, hunderte von über 100 Globalisten und Klimaleute und so weiter zu irgendeiner Konferenz. Da sehen wir, wie sogenannte Kirche, Stellvertreter Gottes, Papst, sogenannter, im Prinzip immer deutlicher offen, menschenverachtend, antichristliche Züge trägt.